Ich zeige dir heute, wie du dein Reverb für Drums in drei Schritten perfekt einstellen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Reverb für Drums einstellen ist immer so ein bisschen eine mickrige Sache. Wenn du zu wenig Reverb-Anteil gibst, kann es sein, dass deine Mix ein bisschen mickriger klingen, als sie eigentlich klingen könnten. Wenn du zu viel Reverb-Anteil gibst, kann es sein, dass sie dir den kompletten Mix zumatschen. Deswegen ist es wichtig, hier die perfekte Balance zu finden. Ich zeige dir jetzt meine Methode, in der ich in drei Schritten das Reverb für die Drums perfekt einstelle. Und ich finde, diese Methode ist ziemlich idiotensicher, also genau das Richtige für mich. Wir hören uns das Beispiel hier direkt mal an. Die Drums klingen schon gut, der Drummer singt im Hintergrund mit, hat Spaß, so soll es sein. Und jetzt möchte ich hier noch ein bisschen Hall dazugeben, um die Drums größer darzustellen. Dazu habe ich mir hier schon meinen Space Designer reingeladen, das ist das Reverb von Logic selber. Wenn du in einer anderen DAW arbeitest, nimmst du einfach dort deinen Lieblingsreverb. Und was ich mir hier rausgesucht habe, was für diese Drums jetzt ganz gut kam, ist bei Medium Spaces die Plate Reverbs und dann die 1,8 Sekunden Drum Plate. Ich stelle hier komplett nochmal auf Wet, weil ich ihn hier auf dem Bus angelegt habe. Was jetzt viele machen, ist, dass sie den kompletten Gruppenbus der Drums auf das Reverb schicken. Das heißt, das ist hier auf Bus 5, sie schicken den direkt da drauf und jetzt hast du praktisch den gleichen Reverb-Anteil auf jedem einzelnen Drum-Instrument. Auch ich habe jahrelang so gemischt, aber das hat sich für mich irgendwann nicht mehr so richtig günstig angefühlt. Und deswegen kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 1 und das ist die einzelnen Tracks, die einzelnen Spuren an das Reverb zu senden und nicht den kompletten Gruppenbus. Dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich lege mir hier Sends an für alle meine einzelnen Drumspuren. Ich gehe hier also direkt auf Bus 5, da sitzt mein Reverb drauf und lege mir einen Send an für jeden einzelnen Track hier oder für jede Gruppenspur hier. Und jetzt noch ein kleiner Tipp hier. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf die Ansicht Sends auf Fader. Was hier passiert, ist, dass du jetzt diese Volume Fader, dass die sich verwandelt und zwar in Sends Fader. Das hat den Vorteil, dass du hier die Sends nicht über dieses mini kleine Rädchen hier einstellen musst, sondern es ist haptisch viel besser, das über diese Regler hier zu machen. Und den Send-Anteil kann ich jetzt über diese goldenen Regler hier einstellen. Das ist einfach viel angenehmer zum Arbeiten. Also nochmal, das ist hier oben bei Sends auf Fader. Alles, was du jetzt machen musst, ist, die Drums ablaufen zu lassen und den Send-Anteil für jede einzelne Spur so einzustellen, dass es für dich gut anfühlt. Ich fange am liebsten mit den Overheads und den Räumen an und arbeite mich dann zu den Einzelinstrumenten vor. Also legen wir los. Ganz wichtig, bei der Kickdrum musst du wirklich aufpassen. Wenn du hier zu viel Reverb-Anteil gibst, ist es erstens so, dass der Klicksound, also das Anschlagsgeräusch des Schlegels, sehr unangenehme, ja fast Artefakte verursacht und im Hintergrund rumklickert oder rumhallt und das Low-End mumpft dir den Mix zu. Die Bassdrum hält mehr oder weniger den Mix zusammen in vielen Produktionen. Deswegen musst du hier mit dem Anteil, oder würde ich mich hier mit dem Anteil wirklich zurückhalten. Das heißt, ich fahre jetzt hier nochmal runter. Ja, und ich finde hier bei der Snare-Drum, da kann man noch ein bisschen mehr geben. Da hört sich das immer ganz gut an. Auch jetzt gerade bei so einem Rock-Drum-Kit kann man da ruhig ein bisschen zugreifen. Okay, kommen wir zu Schritt Nummer 2. Und das ist, Frequenzen aus dem EQ selber rauszufiltern. Ich gehe jetzt also hier rein in meinen Space Designer und gehe hier auf den Output-EQ. Das ist bei jedem Equalizer jetzt ein bisschen anders. Manche haben einen eigenen Output-EQ wie der von Logic hier. Wenn du das nicht hast, kannst du dir auch einfach in deiner DAW einen Equalizer hier hinter das Reverb laden, das ist in ungefähr das gleiche. Was ich jetzt versuche, ist so eine Art Abbey Road Reverb Trick, das heißt, ich versuche die Tiefen rauszufiltern und eventuell auch ein bisschen was von dem ziemlich hohen High-End rauszufiltern. Gerade bei den Tiefen ist es wichtiger, bei dem Low-End ist es wichtiger, weil der dir den Mix zumatschen kann, ich habe es schon öfter gesagt. Also ich fahre jetzt hier mit einem Low-Cut-Filter rein und ziehe den ziemlich weit nach oben, übertreibe fast, bis ich hören kann, dass es zu viel ist. Das ist übrigens auch eine gute Methode. Immer übertreiben, immer zu viel erstmal machen und dann so weit zurückfahren mit deinen Einstellungen. Ist auch bei Kompression und so weiter ganz gut, bis es sich für dich wirklich gut anfühlt. Zu viel.
bisschen High-End. Hier finde ich, ist es jetzt wirklich ein Paradebeispiel. Schalte ich das Reverb ganz aus, merkst du sofort deutlich, dass die Drums ein bisschen mickriger werden. Schalte ich das Reverb zu ohne den EQ-Filter, klingen sie größer, aber es klingt doch, das Reverb hat doch sehr viele Low-End-Anteile und matcht hier ganz schön. Na, alles, was du jetzt noch machen musst in Schritt 3, ist einfach den Volume-Fader deines Reverbs komplett runterzudrehen und dann so weit hochzudrehen, bis es sich für dich gut anfühlt. Das kannst du auch gerne mit geschlossenen Augen machen. Hilft immer auch ganz gut, dass du hier nicht so auf die Fader starrst. Also, ich fahre jetzt einfach langsam rein, so lange, bis es sich für mich gut anfühlt. Ich schaue aber gar nicht hin, wie weit ich hochgehe, ne? Also so gefällt es mir jetzt ganz gut. Wir sind ungefähr 80% oben jetzt hier mit dem Drum Reverb Fader und wir haben die Drums dadurch größer bekommen, ohne das Low End zuzumatschen. Was dir jetzt wahrscheinlich auch aufgefallen ist, ist, dass das schon eine sehr, sehr gute Drumaufnahme ist. Und das ist das alte Spiel und die alte Regel. Je besser die Aufnahme, desto einfacher das Mixing. Das war so und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, gerade bei Drums sehr, sehr gut die Aufnahme zu machen. Und falls du dich da noch unsicher fühlst, falls du noch nie Drums aufgenommen hast oder ein Gitarrenamp abgenommen hast, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Aufnahme. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir mein Recording-System, wie ich dafür sorge, dass ich Drums, Gitarren, Vocals, egal was, welche Aufnahmequelle, perfekt aufnehme und ein perfektes Recording bekomme. Also nochmal, dieses PDF in 7 Schritten zur perfekten Aufnahme habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, lege ich dir ans Herz, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt noch die Frage an dich, wie machst du das mit dem Reverb für deine Drums? Welches Reverb benutzt du und machst du das auch so, dass du das für die einzelnen Spuren machst oder legst du dein Reverb immer auf den Gruppenbus? Das würde mich interessieren, schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du dich beim Drum Submission generell noch ein bisschen unsicher fühlst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie du den perfekten Drummix in 5 einfachen Schritten bekommst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!